Ja, ich denke, ihr habt es gerade im kurzen Intro gesehen, wie viele Anfragen ich tatsächlich Tag für Tag aufs Neue bekomme. Und für zwei meiner Zuschauer ist dieser Wunsch jetzt endlich wahr geworden. Endlich mal bezahlte Gegner, bezahltes RNG. Leider haben sie einen kleinen Fehler gemacht. Ich war eigentlich auf der Suche nach Replays für EKR und bin auf diese beiden Replays, die ihr euch jetzt im Folgenden ansehen werdet, gestoßen. Da muss ich an der ersten Stelle jetzt tatsächlich mal mit unseren Protagonisten, jetzt hier in dem Fall Raziel 1 oder Raziel 1, schimpfen. Wenn ihr schon von mir mal den Luxus bekommt, meine Gegner, mein RNG zu bekommen, dann schickt mir das doch nicht ein für EKR. Weil ich jetzt so viel Zeit damit verschwendet habe, Replays zu suchen, habe ich jetzt aber einfach mal die 30 Kreis besetzen, diese Replays zu verwursten in Form von... Ich hätte auch gern mal solche Gegner. Also, dass das tatsächlich auch mal vorkommen kann, dass ich mal so einen guten Tag habe und sag so, Mensch, der fragt mich jetzt schon so lange, hey, komm, ich schieb dem einfach mal meine Gegner rüber. Ja, das werden wir jetzt hier sehen. Raziel 1 sitzt in seinem Tiger 1, ist in einem Begegnungsgefecht. Top-Tier selbstverständlich, das kann man sich natürlich aussuchen, wenn man schon mal den Luxus hat. Was möchtest du spielen? Dann hat er gesagt, no, ich wäre gern mal mit dem Tiger 1 Top-Tier. Das passiert mir sonst nie, also wirklich nie. So, und ja, wir werden jetzt einfach mal gucken, was er hier so macht. Also hier, Hellcat direkt mal angezündet, aus der Hüfte geschossen, angezündet. Die Hellcat fackelt ab, hat selbstverständlich keinen Feuerlöscher, wie das bei bezahlten Gegnern so ist. Und selbst wenn sie einen Feuerlöscher hätten, würden sie ihn nicht benutzen, einfach aus Fairnessgründen. Jetzt müssen wir natürlich, damit das Ganze nicht so auffällig wird, er wusste natürlich, dass der KV2 da steht, aber wie gesagt, damit das Ganze nicht so auffällig wird, haben wir gesagt, komm, im Drehbuch muss natürlich auch dieser Treffer vom KV2 stehen. So, jetzt erstmal hier ein Trackshot. Ihr seht, er muss auch eigentlich gar nicht zielen. Also es wird immer ziemlich viel aus der Hüfte geschossen. Da geht halt auch mal der ein oder andere Schuss daneben. Darf halt, wie gesagt, auch nicht so auffällig sein. Raziel 1 hat sich jetzt so ein bisschen dafür entschieden, diesen typischen Mausakrobat-Ansatz zu wählen. Erstmal am Anfang seine HP schön zu verteilen, sodass das so aussieht, als würde das Gegnerteam tatsächlich mitspielen. Das ist ja ein probates Stilmittel, auch immer in meinen Streams oder in meinen Videos. Wenn ich euch solche Replays mitbringe, dann seht ihr ganz häufig, dass ich am Anfang erstmal alle meine HP wegschmeiße, um dann hinterher das Feld aufzuräumen. Hier. Aufs Ketten. Habt ihr den Schuss gerade gesehen? Ja. Würde natürlich niemals stattfinden. Aufs erste Kettenrad geschossen. Bei einem Radpanzer, so dreist muss man erstmal sein, dafür dann auch noch Schaden zu bekommen. Jetzt hat er hier gerade eigentlich in die Sue reingeschossen, ist aber durch die Sue durchgeflogen. Und ja, schöner Treffer auf den Steyr WT. So, der KV2, der hat jetzt Sendepause. Der steht jetzt nämlich genau so, dass er nicht mehr um die Kirche rumfeuern kann. Normalerweise war das jetzt so geplant, beziehungsweise würde das im normalen Spiel, würde der natürlich hier die Position abnehmen, weil ja unser Raziel 1 die ganze Zeit gespottet ist. Aber hier haben wir jetzt an der Stelle gesagt, so, erster Schuss, total legit. Zweiter Schuss jetzt aber bitte dann auch nicht mehr zurückfeuern. Der Laiendarsteller hier in dem Fall im KV2 hat sich dran gehalten an das Drehbuch. Er hat sich so weit hinter die Kirche zurückgezogen, dass er das erste Kettenrad noch preisgibt, aber dann auch nicht mehr zurückfeuern kann. Auch der KV122 macht das hier brillant. Stellt sich erstmal schön seitlich, so dass wir jetzt hier auch nicht großartig aimen müssen, und lässt sich schön einschenken. Schießt dann dementsprechend auch nicht zurück, und jetzt hat er die Anweisung bekommen, hier jetzt einfach mal wegzufahren. Also so zu tun, als würde er ausweichen. Ihr seht das. Das funktioniert hervorragend. Wir sind schon bei 4000 Schaden in so einer Reihen 7er Runde. Das würde natürlich niemals so stattfinden. So, jetzt greifen wir hier den CS44 an. Können erstmal hier... Eigentlich war jetzt gedacht, den T150 rauszunehmen, sich den nächsten Kill zu sichern. Da hat jetzt Raziel tatsächlich an der Stelle nicht aufgepasst. Ich meine, der T150 hat sich jetzt schon bereitwillig dahingestellt, um sich farmen zu lassen. Also da muss man jetzt so sagen, man muss das natürlich auch erstmal drauf haben, ja, mit diesem Drehbuch so zu spielen, dass das alles zumindest für den Großteil der Zuschauer noch Sinn ergibt. Wenn man jetzt natürlich das erste Mal dabei ist und mit bezahlten Darstellern spielen darf, dann, ich denke, dann brauchen wir jetzt hier Raziel auch keinen Vorwurf machen. Da ist halt mal so ein bisschen Lampenfieber, großer Auftritt. Man weiß, es wird wahrscheinlich viral gehen. Komm, Schwamm drüber. Einfach weitermachen.
T21 hat auch aus heiterem Himmel aufgehört, auf ihn zu feuern, obwohl er nur noch 77 AP hatte. Hat sich dann gedacht, ja gut, kümmere ich mich mal um andere. Und jetzt sieht es natürlich so aus, so boah, nur noch 77 AP, das war jetzt krass, das war jetzt gut gespielt. War es natürlich nicht, T150 hat sich nie umgedreht. CS44 hatte auch die Anweisung, sobald der Tiger 1 im Bereich des One-Shots ist, aufhören zu feuern. T21 hat sich rausnehmen lassen vom IKV da hinten so ganz klangheimlich und der T43 hat auch von nichts mitbekommen. Ja, kommt jetzt, hat sich da eben in der Querfahrt farmen lassen. Vielleicht, eigentlich war es gedacht, dass er hier auch nochmal, also so ein bisschen, ihr seht das, so ein bisschen Koordinierungsprobleme haben wir ja tatsächlich doch. Das war eigentlich geplant, dass er sich in der zweiten Gasse dann auch nochmal einfangen lässt. Vierter Kill wäre das jetzt hier für Razil gewesen. Mit dem T150 zusammen. War jetzt eigentlich geplant, auf die letzten Meter am Firefly den Krieger auch noch zu machen. Einfach damit hinterher auch das Scoreboard noch ein bisschen geiler aussieht, ein bisschen mehr Medaillen. Ihr kennt den ganzen Firlefanz, ja. So, der Firefly hat sich auch sehr gut bis zum Schluss rausgehalten, hat hier nicht mitgespielt, damit wir jetzt zum Schluss mit den verbleibenden 77 AP selbstverständlich nochmal so richtig reinschmatzen können. Razil nähert sich jetzt hier von hinten an den Firefly und das, was der UI da macht, das, wie gesagt, das, manchmal hat man halt so ein paar Praktikanten dabei, die nicht so ganz verstehen, dass ihr Auftrag hier eigentlich nicht schießen ist, aber wie gesagt, auch damit muss man dann klarkommen, macht das Ganze tatsächlich noch ein bisschen realistischer, auch der Trackshot jetzt hier war ehrlich gesagt so nicht geplant, aber trotzdem ist es noch eine solide Runde gewesen, ja, da hätte man selbstverständlich noch ein bisschen mehr rausholen können, aber knappe 6000 Schaden, 4 Kills in so einem 7er Battle, ich meine, mein Gott, für einen Anfang das erste Mal mit bezahlten Darstellern zu spielen, denke ich, hat Razil sich hier ganz gut geschlagen. Und auch hier nochmal Daumen hoch an die Gegner, die das ja durchaus gut in weiten Teilen gespielt haben. Manchmal war es vielleicht ein bisschen auffällig, aber ansonsten war das hier, denke ich, eine solide Runde. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf unseren nächsten Protagonisten. Ja, der nächste ist Machine Gun Joe, auch ein ziemlich martialischer Name. Er sitzt im Tiger 2. Wir haben uns darauf geeinigt, deutsche Panzer, weil Tiger 1, Tiger 2, das sind halt so auch bei mir in der Community absolute Lieblinge. Ich habe zu ihm gesagt, damit die Verbindung zu mir jetzt nicht so hergestellt wird, mach einfach mal was, was ich in meinen Videos und meinen Streams niemals machen würde. Für die Vielgucker unter euch, die meinen Kanal sehr viel gucken, ich sage ja immer, in den Süden, da müsst ihr hin, da wird das Gefecht gewonnen. Zu Machine Gun Joe habe ich gesagt, du kriegst die bezahlten Gegner, du kriegst das RNG, aber du darfst auf gar keinen Fall so spielen wie ich, dass wir da so ein bisschen die Verbindung zu mir auch rauslassen. Hat er gesagt, ist gar kein Problem für ihn, machen wir sofort, ich fahre in die Mitte. Auch er natürlich selbstverständlich Top-Tier-Matchmaking mit drei anderen Achtern im Gegnerteam. Und ja, wir sehen ja auch hier, wie gesagt, das ist so eine Sache, normalerweise in einem Random-Gefecht, das auf dem Live-Server tatsächlich stattfindet. Wenn ihr hier um die Ecke fahren würdet, werdet ihr von sowas wie einem UDES, von der ARTI, von sonst wem eigentlich zusammengeschossen. Wenn man das Ganze natürlich mit Drehbuch macht, dann steht da ein KV-2, geht auf, man kann ihm schön einen Schuss setzen. Ist im Übrigen der gleiche KV-2-Spieler, den wir eben schon mal hatten, in dem Tiger 1 Replay. Einfach, weil mir sein Auftritt gut gefallen hat. Er hat sich sauber ans Drehbuch gehalten. Einfach ein Top-Mitspieler, kann man nur sagen. Top-Darsteller. Ist jetzt auch draußen, spielt keine Rolle mehr. Ja, solche Leute, die so, würde ich an eurer Stelle auch buchen, wenn ihr denn irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, auch mit bezahlten Gegenspielern dieses Spielerlebnis haben zu dürfen. So, T29 ist auch draußen. Bis jetzt noch nicht ein einziger Schuss hier gefallen. Wie gesagt, viele von euch, die das jetzt hier auf dem Live-Server ausprobieren wollen würden, mit so einem Heavy hier in die Mitte fahren, die würden halt einfach sofort in den ersten paar Minuten gnadenlos auf die Fresse kriegen. Ja. Da steht jetzt so ein T3485, lässt sich spotten. Der Tiger P hier im Übrigen derjenige mit dem Scherenfernrohr, der für unseren Tiger 2 hier immer die ganzen Ziele aufmacht, dass er schießen kann, dass er gut aussieht. Und der Tiger P, wie gesagt, fährt einfach nur ein bisschen mit und soll auch nicht zu viel kassieren, sondern soll in erster Linie hier die Spots liefern, dann auch möglichst wenig Schaden machen, sodass für Machine Gun Joe einfach mehr überbleibt. So, jetzt, das war jetzt nicht so ganz geplant, dass der Tiger P hier kassiert. Ich mache jetzt an der Stelle mal ganz kurz Pause. Ja, nur mal, dass ihr den Unterschied dann halt auch
merkt, ja. Also normalerweise würde hier oben irgendwer stehen, vielleicht zwei, drei Leute, die hier reinschießen könnten, die würden dann auch im Falle zum Beispiel von dem T-34-85 sofort auf Premium-Munition laden und euch dann hier das Leben zur Hölle machen. Die Arte würde nonstop auf euch feuern als Top-Tier-Heavy. Hier hinten würde im Normalfall sowas wie ein UDES stehen, sowas wie ein Jagdpanzer 4, der wäre... Kein normaler Jagdpanzer 4-Fahrer würde sich hier unten ins Bachbett begeben, sondern die würden selbstverständlich da oben stehen. Und dann würden hier da in etwa, wo der P-43 steht, hier auf dem Hügel, ein bisschen weiter links, würden ein, zwei Panzer stehen. Oder von hier oben, von den Dünen, würden Panzer auf euch runterregnen. Also wenn man hier reinfährt, fährt man in ein absolutes Todes-U. Dieses U hier meine ich. Da fährt man rein. Ich sage das jetzt so, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass hier falsche Vorstellungen entstehen. Wenn ihr das auf dem Live-Server macht, kriegt ihr nonstop auf die Fresse. Jetzt zu Darstellungszwecken, wie gesagt, auch weil ich ursprünglich mal wollte, dass das jetzt nicht zu mir zurückverfolgbar ist, habe ich gesagt, du machst auf jeden Fall irgendwas, was nichts mit meinen Videos zu tun hat. Wie gesagt, ich mache jetzt auch nur das Video dazu, weil ich das jetzt schon... Muss ich sagen, von Machine Gun Joe und Raziel 1 ja, ziemlich dreist fand, dass die mir das dann auch noch als EKR hier schicken wollten. Weil EKR ist ja tatsächlich eure krassesten Replays. Das soll natürlich ein Format bleiben, was von Leuten gespielt wird, die mit echten Gegnern auf dem tatsächlichen Live-Server unterwegs sind. So, T-50-2, Auslöserknopf, den hat Machine Gun Joe gedrückt. T-50-2 hervorragend, sofort reingefahren, hat sich gleich ein paar Dinger geben lassen, ist jetzt draußen, 4-3, wichtig ist halt auch immer, dass die Matches knapp aussehen, wenn ihr nicht zu denen gehören wollt, die gleich am Anfang ihre ganzen AP wegschmeißen, sondern lieber Mitspieler wegschmeißen. Das kann man selbstverständlich auch vorauswählen. Dann wird nicht so viel auf euch geschossen. Das beruhigt so ein bisschen die Nerven. Dann wird mehr in der Peripherie geschossen. Das heißt, die Mitspieler sterben so langsam weg. Ihr könnt dann nach und nach das Gegnerteam aufrollen. Auch ein ganz probates Stilmittel aus meinen Videos. Kennen viele von euch als Stream-Zuschauer natürlich. Also das sind so eigentlich so die beiden gängigsten Stilvarianten. Ja? Auf der einen Seite sofort die HP wegwerfen und dann als Low-HP glänzen. Das ist immer dann ganz gut, wenn ich jetzt so ein Video machen will zum Thema haltet eure Kanone im Spiel, bleibt weiter präsent. Wenn ich aber mal in dieser Situation unterwegs bin, das soll ja auch dann irgendwie nicht immer das Gleiche, nicht immer Schema F, dann werfen wir halt diese Kassette ein, wo es dann darum geht, eure Mitspieler, die fahren so rechts und links, so wuseln immer so ein bisschen, sind alle präsent, ja, Tiger P, wart lange nicht mehr gesehen, ist natürlich schon längst gestorben. Das Gleiche gilt jetzt hier für andere Mitspieler, die zum Beispiel auf den Jagdpanzer 4 gekracht sind. Also die halten sich so ein bisschen aus dem Bild raus, sterben aber langsam, sodass das Match durchgehend eigentlich knapp aussieht. Bis zu einem gewissen Punkt, wo sich dann unser Protagonist dazu entscheidet, nach und nach die Mitspieler abzurufen, wie jetzt hier beim T-50-2 passiert. Und dann, wenn man jetzt noch nicht so ganz firm ist, so wie jetzt hier Machine Gun Joe, auch für ihn natürlich das erste Mal mit bezahlten Gegenspielern, dann muss man manchmal auch hier solche Positionen suchen, wo man mal ganz kurz Pause macht und sich so überlegt, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Welchen Gegner will ich jetzt als nächstes abrufen? Der T-34-85, den gilt es jetzt noch rauszunehmen auf jeden Fall. Und dann Panther, P-43 Ter und den T-26, den haben wir jetzt erstmal so ein bisschen außen vor gelassen. Die haben wir da oben als stille Reserve zum späteren Abfarmen. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie gesagt, eigentlich war jetzt das Ziel, erstmal den sicheren Kill auf den T-34-85, der sich da links befindet. Unser EBR etc., die schießen auch alle schön daneben. Er wird weiter offen gelassen. Aber hier, wie gesagt, hier merkt ihr jetzt so diese Unerfahrenheit auch von Machine Gun Joe mit diesen Gegenspielern. Weil natürlich eigentlich, wie gesagt, das Ziel ganz klar war, erstmal jetzt die One-Shots rausnehmen, Kills sichern. Auch hier war ursprünglich angedacht im Drehbuch, dass es da eine Kriegermedaille gibt. Der T-34-85 hat so ein bisschen die Nerven verloren, hat jetzt Machine Gun Joe nochmal daran erinnert. Hey, nimm mich bitte raus. Ihr seht Machine Gun Joe gestunt, nicht mal halb eingezielt, abgedrückt. Ist natürlich dann am Anfang so ein bisschen auffällig, ja, also ihr habt das gerade gesehen, ne? So ein Fadenkreuz, dann noch gestunt, trotzdem abgedrückt, rausgenommen. So, UDES, der war eigentlich für den späteren Zeitpunkt gedacht, aber wenn man sich jetzt hier das Ganze schon so, ist jetzt ein bisschen konfus geworden, ja, auch die
Laiendarsteller hier haben natürlich ein Skript bekommen und wenn sich dann der Protagonist, in dem Fall Machine Gun Joe, nicht daran hält, dann wird das alles so ein bisschen kompliziert. Jetzt dreht hier auch völlig der T-71 durch, prescht da auf den P-43 und das, was jetzt am Ende vom Kuchen noch übergeblieben ist, ist jetzt hier der T-26E4 Super Pershing. Den können wir jetzt nochmal auseinandernehmen. Er bleibt auch schön seitlich stehen, dass hier die Schüsse auch sicher gemacht werden können. So. Ja, alles in allem, denke ich, von beiden, dafür, dass es das erste Mal war, sehr gut gespielt. Das kann natürlich noch ein bisschen flüssiger aussehen. Ich finde auch, dass es hier in beiden Fällen noch ein bisschen zu offensichtlich war, was dann jetzt hier gespielt worden ist. Also von daher, Machine Gun Joe und Raziel 1, das waren auf jeden Fall schon mal gute Ansätze für eure Streaming-Karriere, für eure YouTube-Karriere. Aber wie gesagt, da muss dann noch ein bisschen mehr auch die Textsicherheit, Drehbuchsicherheit da sein, dass ihr genau wisst, okay, was kommt zu welcher Zeit. Wenn man das so einen ganzen Abend mit 30, 40 Spielen machen will, merkt ihr schon, da ist einiges noch zu tun bei euch. Also ich will euch da nicht zu nahe treten, aber da müsst ihr auf jeden Fall noch mal ein bisschen in euch gehen. Das war jetzt hier nur eine Runde für jeden von euch und ich denke, da kann es nicht zu viel verlangt sein, dann das Drehbuch auch in ganzer Länge sich einmal kurz vor Augen zu führen, dass ihr auch nicht eure Darsteller so verwirrt, wie jetzt hier in dem Fall von Machine Gun Joe. Aber wie gesagt, ich kann auf der anderen Seite natürlich auch verstehen, dass man da aufgeregt ist. Worum ich euch aber bitten möchte, ist, wenn ihr schon solche Runden von mir bekommt, mir das dann bitte nicht in meinen EKR-Briefkasten zu legen, weil das würde mir dann die Arbeit sehr ersparen. Also an der Stelle vielen, vielen Dank für die Einsendung trotzdem an euch beide und ich löse es jetzt zum Schluss auf, bevor ich jetzt hier wieder die allerkrassesten Hasskommentare bekomme. Natürlich war das alles nur Spaß, natürlich wurde hier niemand bezahlt. Ich finde es einfach nur so lustig, die Kommentare jedes Mal zu lesen und ehrlich gesagt sind sie auch ein bisschen überdrüssig. Ich wollte jetzt hier an der Stelle einfach nur mal zeigen, dass jeder von euch da draußen regelmäßig solche Mitspieler hat, solche Teammates hat, solche Gegenspieler hat und zum Teil sich auch mega blöd anstellen kann und trotzdem noch eine absolute Highlight-Runde. Wenn man jetzt nur von den Zahlen ausgeht, waren es beides absolute Highlight-Runden, waren die jetzt beide gut gespielt. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, war durchschnittlich gespielt und schon durch großes Zutun sowohl von dem eigenen Team als auch von den gegnerischen Spielern hier durchaus begünstigt, diese Runden. Deswegen habe ich sie nicht für EKR genommen, aber ich wollte sie trotzdem verarbeiten, weil ich sie von den Stats her geil fand. Seht es mir nach, dass ich sie jetzt hier in einem eher ironischen Video mit eingebaut habe. Ich mache das jetzt hier auch nur, weil ich wieder Angst habe, dass das jemand in den falschen Hals bekommen könnte, weil es ja doch leider da draußen sehr viele gibt, die das nicht verstehen. Also, es war selbstverständlich nur Spaß. Ich gönne euch auf jeden Fall auch jedem von euch da draußen, dass ihr hin und wieder mal solche Runden bekommt, weil, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, jeder hat diese Runden, man muss sie dann halt auch nur genießen. Machine Gun Joe und Raziel haben ihren Nutzen aus diesen Runden gezogen, haben ihre Top-Tier-Runden genossen und genauso soll es ja auch sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr den Spaß verstanden habt, lasst dem Ganzen ein Like da. Wenn ihr zu den Ewigen mit dem Stock im Arsch gehört, dann gebt halt wieder den Daumen nach unten. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.